Moin Leute, wie ihr es im Titel lest, gibt es heute ein Vollgas Tipps und Tricks Videos. Ich werde einfach ein paar Tipps erklären, weil in 2 Tagen kommt ja die neue Season raus und man spielt auch Xbox. Und ja, deswegen mache ich jetzt ein Tipps und Tricks Video für euch. Und ja, das erste, was ihr machen müsst, in die Runde gehen. So, Joke. ja, wir sehen uns in der Runde. So, und da sind wir auch schon in der Runde. Und der erste Tipp ist gleich schon hier. Achtet einfach, in welche Richtung sich das letzte Teil dreht. Und nehmt die Seite, wo sich, ja, als letztes halt dreht. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Hier, vorne gebe ich euch den Tipp. Springt einfach nicht. Nämlich, lauft einfach nur hier voran. Dann seid ihr auch schon ziemlich schnell. Ihr seht, ich bin jetzt einer der Ersten. Hier, wenn es runter geht, einfach jumpen. Ja. Es kann sein, manchmal fliegt er auf die Schnauze, manchmal nicht. Es kommt drauf an. Ja. Hier hinter gibt es eigentlich nicht so viele Tipps. Ihr müsst halt gucken, dass ihr nicht von der Kugel erwischt werdet. Und ja. Wie gesagt, ich habe vorhin darauf geachtet, in welche Richtung sich das letzte Teil dreht. Was ich damit meine, zeige ich euch jetzt. So. Es dreht sich nämlich in die Richtung. Ansonsten von der anderen Seite muss ich eine ganze Drehung machen. Und ja. Hier gebe ich euch den Tipp, einfach nicht so Vierecksprung machen, wie ich es gerade mache, sondern einfach nur springen. Das ist auch schon ein gut hilfreicher Tipp. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist Rollfeld. Bei Rollfeld gibt es nicht so viele Tipps. Also ich brauche zumindest keine Tipps mehr, weil ich habe mir eine Methode angewöhnt. Diese Methode anzugewöhnen ist sehr, sehr schwierig. Ich spawn schon auf der falschen Fläche, wie ihr seht. Vielleicht, wie ihr seht. So, ich gehe hier auf gelb. Fuck, ich war auf der richtigen. So, hier gehe ich auf gelb hin, dass ich hier das hier habe. So, wenn ich das hier jetzt einfach habe, dann move ich hier auf lila. Ich merke mir das Ganze auswendig. Nehme den Move ich auf lila. Dann move ihr einfach auf blau. Und wenn ihr auf blau seid, weil blau ist immer ein bisschen langsamer. So. Dann chillt ihr einfach hier noch ein paar Moment, bis hier diese irgendwas kommen. Ich weiß nicht was. Digga! Ey! Der Zufall hat uns, ja, Toro gebracht. Und, ja, Torhunger kann ich euch eigentlich nur eins empfehlen. Kommt darauf an, wo ihr steht, welche Reihe und so weiter. In meinem Fall ist es jetzt relativ einfach. Nämlich, das, was zuerst aufgeht, da geht man halt jetzt durch, ne? In der letzten Reihe ist es halt so eine Sache. Hier muss ich jetzt aufpassen, jetzt habe ich verkackt. Ich muss immer auf dieses Dingens draufgehen, was zu ist. Quasi, ne? Das ist jetzt zu. Dann gehe ich hier drauf einfach. Hier kann man einen kleinen Boost nochmal holen. Hier ist es zu. Oh fuck. Ja, jetzt habe ich komplett reingeschissen. So. Hier holt ihr euch einfach wieder einen Boost. Weil ich. Jetzt habe ich reingeschissen. So, hier ist es zu. Dann springe ich hier rein. Bam. So, weil der Run jetzt nicht ganz perfekt war. Ja. Werde ich euch vielleicht, ich glaube nicht, ne, hab nicht die Zeit dazu. Ja, huch. Was ich damit einfach sagen will, ist, dass ihr auf die Türen laufen sollt, die zu sind. Und am besten, kommt darauf an, welche Reihe es sind beim ersten Game, einfach auf die erste Türe zulaufen, wenn ihr in der ersten und zweiten Reihe seid. Bei der dritten und vierten würde ich euch eher empfehlen, auf die zweite Tür zuzulaufen. So, schwindelnde Höhen hatten wir schon und, ja. Ich erkläre es euch einfach nochmal. Doppelt hält besser. So. Ich sehe, am Schluss dreht sich das Zahlen rechts herum. Das heißt, ich gehe den linken Weg. Weil ich kann euch jetzt mal falsch zeigen. Ja. Wie hier schon gesagt. Hier tut ihr einfach eine Spring. So. Bam, bam. Easy peasy. Bam. Peng. Bum. Pow. Und wir sind so meilenweit Erster. So. Hier vielleicht noch ein kleiner Hechtsprung. Ja. So. Ich habe gesehen, es dreht sich
rechts herum. Also laufe jetzt quasi in die falsche Seite rein. Und ich zeige euch, warum es die falsche Seite ist. Ich muss hier jetzt nämlich einen riesen Umweg machen. Und die anderen müssen einfach nur kurz auf die Plattform drauf und hüpfen. Und ja, hier am besten nicht hechten, einfach nur so springen. Das erschafft euch auch sehr, sehr viel Zeit. Wenn ihr jetzt hier seid, dann könnt man sich überlegen, ob man hechtet. Weil, ja, dann ist es besser, dass ihr ins Ziel kommt. Aber wenn ihr wirklich Zeit sparen wollt, dann, ja, würde ich euch wirklich empfehlen, dass ihr da nicht hechtet. Und ja, da war's auch nochmal mit dem Trick. Manche mögen es. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich darin schon mal einen Weltrekord gebrochen oder irgendwas, weil ich hatte mal einen sehr, sehr cleanen Run. Und ja. Was ich hier euch empfehlen würde, es geht bergab, ne? Ihr müsst einfach aufpassen und dann hier einfach ein paar Mal jumpen. Und dann hier raus. So, bam. Dann müsst ihr gucken, dass euch das Obst nicht trifft. So. Dann würde ich euch einfach hier empfehlen, hier immer hinter zu gehen. So. Ey, wollte ich mich verarschen, Digga? Was ist mit meinem Internet falsch? Da mein Internet jetzt gerade nochmal abgeschmiert ist, habe ich gar keinen Bock mehr auf dieses Video, aber ich mache es trotzdem noch. So, wippen. Wippen. Ja. Ich finde es schade, dass ich euch das nicht erklären konnte, aber der Trick gerade eben war eigentlich nur, dass ihr hinter diesen Säulen lauft und am Anfang den Boost einfach wieder mitnehmt und lauft nicht irgendwie durch die Mitte, weil das ist zehnmal wahrscheinlicher, dass ihr getroffen werdet. Und ja. Hier könnt ihr einfach drauf losstürmen, nämlich die ersten zwei Wippen können einfach nicht kippen. Das heißt, ihr könnt einfach wild drauf zulaufen, ihr werdet nicht runterfallen. Hier würde ich euch empfehlen, einfach auf den Zaun zu laufen, dann seid ihr viel, viel schneller. Er hält mich fest, man kennt ihn, hat ihm nichts gebracht. Hier einfach auf den Zaun zu laufen, aus dem Grund, dann seid ihr konzentriert, wollte ich gerade sagen. Hat man gut gesehen. Und wenn ihr den Checkpoint habt, stimmt, ist ja eigentlich auch eine gute Idee. Wenn jemand einen Checkpoint hat, einfach runterspringen, dann spawnt man weiter vorne. Das kann man wirklich mal machen. Bruh, ist mir noch nie so aufgefallen. Okay, hier, wenn ihr diese Wippen habt, müsst ihr wirklich einer der ersten sein. Ansonsten habt ihr sehr, sehr wahrscheinlich verkackt. Hier würde ich euch einfach empfehlen, hier das ganze Gewicht nach hinten zu verlagern. Und dann hier gucken, dass ihr hier drauf kommt. Und ja. Wenn ihr nicht einer der ersten seid, habt ihr sehr wahrscheinlich verkackt. Ja. Dann gibt es noch ein paar Leute, die hier außen chillen, ne? Hier außen. Würde ich euch selber nicht empfehlen, außer ihr habt klaren Vorsprung, so wie ich. Und ich würde euch auch eins nicht empfehlen, was ich jetzt machen werde. Nämlich, ihr seht da hinten, das Pferd ist so, ne? So, ja, guck mal, ich bin's, Bruder. Schau mal, was ich kann und so weiter. Ja. Ich mache meistens immer den Move hier. Ah, fuck. Schild. So. Diesen Move. Oh mein Gott. Ja, den Move mache ich. Genau das habe ich gemeint. Macht sowas nicht. So. Weil dann kann es immer sein, dass die Wippe kippt und da hat er verkackt. Die Leute, so wie ich. Und ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Und hier ist einfach die Einstellung. Bleibt vorne. Vertraut mir. Der Rest macht es schon irgendwie. Eigentlich wollte ich hier rüber jumpen, mache jetzt einfach nicht mehr. Komm mit dem Stil, Bruder, ich will dich später runterschubsen. So. Ich hoffe, mein Internet hält diese Runde. Ansonsten bin ich sehr, sehr traurig. Und ja. Okay. Das war's auch mit Wippentipps. Ja, wie gesagt. Und ja. Ich habe nochmal einen sehr guten Tipp für Wippen, die Wippen nicht mögen. Leftet einfach. Ja. Oh, da haben wir das gute alte Rollfeld nochmal. Das ist wichtig. Rollfeld wollte ich euch vorhin schon zeigen. Wo mein Internet leider, leider abgeschmiert ist. Ja. Ja moin, ich hab einfach gerülpst. So, ihr bleibt hier auf dieser lila Platte. Springt einfach hier nach vorne. Das Ding ist, ich kann euch hier nicht so gut Tipps geben, weil ich habe mir alles auswendig gemerkt. Ihr chillt einfach hier auf der gelben Platte, bis ihr hier hinten auf eine lila Platte wieder könnt. Man, wenn ihr eins machen wollt, ihr seht ja, hier sind diese Lücken, ne? Es gibt kein Problem, hier über diese Lücken zu springen. Aber bitte passt auf, wenn euch manche Leute festhalten. Das ist wirklich mein Tipp.
Einfach aufpassen. Und ja, hier wird jetzt alles frei sein auf Gelb. Und wenn der Gelb frei ist, achtet darauf. Nämlich kommt hier Lila dann frei. Und dann kommt gleich Blau frei. Also, sobald ihr Gelb das erste Mal frei seht, rennt direkt dann zu Lila und dann zu Blau. Ja, das ist ein Tipp so, den ich sagen kann. Und ja, ich hoffe, hier will jetzt einer gleich drüber springen. Ja. Wer traut sich's? Jo, moin. Was geht bei euch ab? So. Ich hab keinen Bock mehr. Mann! Ich weiß nicht, was es ist, aber mein Internet hat heute irgendwas gegen mich. Es ist die ganze Zeit gegangen. Weißt du, wieso, wenn du Butter auf so eine Brezel streichst oder irgendwas, so richtig zart. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann... Und dann, jetzt, wenn ich ein Video aufnehmen will, hackt es komplett. Okay, ich werde einfach nochmal ein zweites Video draus machen, wenn mein Internet imstande ist. Und ja, ich gucke jetzt nochmal. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann ich mache einfach trotzdem ein zweites Video. Ich werde es wahrscheinlich dann jetzt schon aufnehmen. Und ja, wenn dieses zweite Video rauskommt, wird es auf jeden Fall eher sein, dass... quasi, wie soll ich sagen, eher fortgeschrittene Games kommen, zum Beispiel wie Schleimkraxler und so weiter, alle Abkürzungen und was man vermeiden sollte, wenn man noch nicht so gut ist im Schleimkraxler oder wenn man einfach eine scheiß Startposition hat. Und ja, das lässt mein Internet nicht zu, deswegen kann ich euch jetzt schon mal sagen, ciao, macht's gut. Das andere Video kommt wahrscheinlich nächste Woche oder die Woche noch. Bis bald, euer KFKF. Ciao. Tut mir wirklich leid wegen dem Internet, aber, ja.